Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn heute spreche ich mit jemandem, der mit mir was gemeinsam hat. Wie viel das ist, das werden wir vielleicht gleich rausfinden, aber auf jeden Fall sind wir beide Intrapreneure und die laufen einem gar nicht so oft über den Weg. Ich habe ja hier dauernd Entrepreneure am Start, aber jemand, der aus einem Corporate heraus ein Startup, ein Unternehmen gründet, das gab es hier auch auf Saatkorn noch nicht so oft, obwohl wir ja inzwischen schon eine ganze Reihe Folgen am Start haben. Aber wer ist heute hier am Start? Das ist Basti Koch. Er ist Product Director bei der Haufe Akademie, aber er ist eben auch Founder von Sparks. Wie das alles miteinander zusammenhängt, was Basti für ein Typ ist, das werden wir jetzt erfahren. Ich sage erstmal Hallo Basti, schön, dass du da bist. Hi Gero, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Dito, du warst vor einiger Zeit schon mal auf Saatkorn, hast über Sparks in einem E-Mail-Interview so ein bisschen berichtet. Ich würde ja gerne erstmal mit dir selber anfangen. Du hast ja schon eine lange Historie in der Haufe Group an sich. Erzähl doch mal, wie du überhaupt zur Haufe gekommen bist, aber wie es dann auch zur Gründung von Sparks gekommen ist. Ja, sehr gerne. Tatsächlich bin ich innerhalb der Haufe Group schon 10 Jahre ungefähr, bald 10 Jahre. Von Haus aus bin ich Instructional Designer, das heißt, ich bin Instruktionsdesigner. Ich kümmere mich also darum, wie Lehre funktioniert und vor allem Erwachsenenlehre. Das habe ich auch studiert und war da auch auf einem guten Weg zu einer wahrscheinlich nicht ganz so guten akademischen Karriere und habe dann rechtzeitig noch die Kurve gekriegt und habe dann versucht, mit digitaler Lehre, mit E-Learning, wie man so schimpft, mein Brot zu verdienen und habe das auch lange gemacht. Ich habe tolle Kunden gehabt. Ich habe für das Department of Homeland Security gearbeitet. Ich habe für die Metropolitan Police in London Weiterbildung designt und auch für unterschiedliche NGOs oder auch das thailändische Rote Kreuz oder sogar auch für das schweizerische Lawinenforschungsinstitut. Aber tatsächlich vor 10 Jahren habe ich dann den Weg zur Haufe gefunden und habe da viele tolle Jobs und Rollen durchlaufen, immer in Innovationsprojekten, immer in Produktprojekten, nenne ich es mal. Und seit 2 Jahren habe ich die Chance, mit Sparks ein Produkt zu bauen, zu erfinden, zu designen, dass viele Sachen, sage ich mal, richtig macht, die ich in den Jahren beobachtet habe, die vielleicht nicht so richtig gelaufen sind. Und das finde ich natürlich total spannend. Ich finde das mega cool. Also vieles von dem, was du gerade erzählt hast, wäre jetzt eigentlich fast eine eigene Podcast-Folge wert, sozusagen da nochmal tiefer einzusteigen. Du hast ja da sehr spannende berufliche Kontakte gehabt. Aber diese Tatsache, dass bei Haufe so eine Produktgründung möglich ist, Wie ist denn das gekommen? Hast du gesagt, ey, ich habe da eine Idee, lass mich das mal machen? Also ich weiß aus eigenem Erleben, dass man sehr intrinsisch getrieben sein muss, dass man auch mit einem gewissen Beharrungsvermögen an so einer Idee dranbleiben muss. Und du brauchst, zumindest übertrage ich das jetzt alles aus meinem Erleben auf dich, das mag ja falsch sein, brauchst auch so ein Window of Opportunity, dass man tatsächlich durchstarten kann. Wie war das bei dir? Wie ist die Geburt von Sparks verlaufen? Ja, also so eine Mischung aus all dem, was du gerade beschrieben hast. Also auf der einen Seite muss ich sagen, dass wir bei Haufe, in der Group allgemein, aber auch bei der Haufe Akademie Innovationen sehr offen gegenübergestellt sind. Das heißt, dieser Drang, auch das eigene Geschäft immer wieder neu zu erfinden, ist so ein bisschen in dieser Unternehmens-DNA. Also vom Verlag hin zu so einem Digital Player im, sag ich mal, gesamten HR-Bereich, das kommt ja nicht von alleine. Ich fand das schon immer spannend, das finde ich auch in diesem Unternehmen so spannend, dass man irgendwie diese DNA von den ursprünglichen Ideen des Gründers Rudolf Haufe immer noch spürt, aber gleichzeitig auch diesen Drang immer in die Zukunft sieht. Und tatsächlich haben wir unterschiedliche Beispiele aus ganz vielen, vielen Bereichen der Corporate Services, die ich immer toll fand, selbst auch in der Buchhaltung, unsere Lexware und LexOffice-Kollegen, die tolle Sachen gemacht haben, und das fand ich immer super spannend und habe so ein bisschen auf dieses Window of Opportunity gewartet und habe gedacht, wann kommt denn eigentlich meine Idee um die Ecke oder meine Chance, wo ich sagen kann, ey, guck mal hier, das ist genau meins.
Und tatsächlich mit Sparks hat sich das so ergeben. In der Haufe Akademie haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir unser schon bestehendes digitales Portfolio weiter modernisieren können. Was sind Lösungen, die wir anbieten können im Markt, die es vielleicht so noch nicht gibt? Naja, und als ich im Prinzip dieses Fenster so ein bisschen aufgemacht habe, dann ging das relativ schnell, da ich gesagt habe, da möchte ich gerne mit euch, lass das mal zusammen machen. Und daraus dann tatsächlich aus einer gemeinsamen Motivation, also war jetzt nicht nur ich, der sich hingestellt hat, das müssen wir jetzt machen, sondern ein wirklich tolles Zusammenspiel, sowohl von der Geschäftsführung und von vielen Leuten drumherum, die geholfen haben, dieses Baby so ein bisschen die ersten Schritte machen zu lassen. Aber es ist ja trotzdem so, dass es jemanden braucht. Also alle sagen, okay, wir wollen vielleicht was machen und wir sind offen für neue Produkte. Aber man muss dann diese Gelegenheit beim Shopfair ergreifen, ja, vielleicht auch sagen, so, das ist die Idee, das ist das Produkt, so sieht der Business Case aus. Und da glaube ich schon, dass es jemanden braucht, der das dann auch wirklich durchzieht und auch wirklich sagt, ne, weil ich meine, das hört sich alles so einfach an, aber es gibt ja durchaus auch Rückschläge. Das läuft ja nicht alles immer ganz glatt, ne? Also das hast du dir dann schon geschnappt, ne? Und auf jeden Fall, ich meine, das ist, da hast du schon recht und das ist auch manchmal, ich finde gerade, du hast es angesprochen, der Intrapreneur oder die Intrapreneure und die Entrepreneure, man guckt da manchmal rüber auf die andere Seite und denkt, oh, das Gras ist aber so schön grün bei denen. Und ich glaube, das geht in beide Richtungen. Aber es gibt natürlich genauso viele Fragezeichen, Unklarheiten, Unsicherheiten, die es zu meistern gibt. Und genau das, was du sagst, was du brauchst dann die richtige Motivation. Du musst sagen, oh nee, ich zieh's trotzdem weiter durch, ich sehe das. Ich sehe, dass da diese Chance ist und ich habe Bock, das auszuprobieren und weiter zu pushen. Und deswegen, das hat schon Spaß. Da war meine Anmoderation nicht ganz doof, da gibt es tatsächlich Parallelen. Aber lass uns mal ein bisschen auf Sparks selbst eingehen. Also auf der Webseite steht täglich etwas besser, das mobile Microlearning-Tool für die echten Herausforderungen im Arbeitsalltag deiner Mitarbeitenden. Soweit so abstrakt, klar, aber lass uns mal mehr in die Tiefe gehen. Was macht Sparks genau? Für welche Problemlösung, für welche Zielgruppe ist Sparks entwickelt? Also die erste, ich würde sagen, die allergrundlegendste Idee von Sparks ist, es müsste doch eine Lösung geben, die wirklich in der Breite jeder Organisation funktioniert. Also die Annahme ist, dass wir dieses oft beschworene Growth-Mindset einfach auch als Unternehmen brauchen. Diese Wahrnehmung oder dieses Verständnis, wir müssen weiter wachsen. Und natürlich nicht nur im Umsatz aus der Geschäftsmannssicht, sondern tatsächlich als Unternehmen, als Organisation von Menschen. Und das bedeutet, wir müssten jeder Person die Möglichkeit geben, dieses eigene Potenzial zu entfachen und auszubauen. Und das klingt dann erstmal nett oder würde jeder sagen, ja, aber was meinst du eigentlich damit? Und dann ist das wirklich die Überlegung dahinter, hinter Sparks, wie muss die Lösung aussehen, die in der breiten Masse funktioniert, in der Angebote drin sind, in der sich wirklich jeder in einer Organisation finden kann und sagen, okay, hiermit kann ich was machen. Und dann auch, die nächste Frage ist natürlich, selbst wenn ich das identifiziere, wie bringe ich das eigentlich an Mann und Frau? Also wie muss das Format funktionieren, dass es wirklich in eine breite Masse geht? Und natürlich haben wir unterschiedliche tolle Angebote wie Seminare oder auch Webinare und auch andere E-Learning-Angebote. Aber der größte Unterschied, den ich vor allem gesehen habe, war gerade wenn wir über digitale Lehre denken, in den letzten Jahrzehnten ging es da vor allem immer um Skalierung. Ich kann eine Sache bauen und kann die an unglaublich viele Leute ausspielen. Und dann kann ich noch gut kontrollieren, wer das gemacht hat und wer nicht. Dann ist die Zielgruppe aber eher dieses Kontrollieren, die Zielgruppe, die kontrolliert. An wen habe ich das ausgespielt und wer hat sich das angeguckt? Und was einfach fehlt, ist die Personalisierung. Also dann in der Masse, in der Skalierung wieder das Individuum rauszuschnappen und zu sagen, was brauchst du eigentlich? Und was brauchst du wann? Und genau das versuchen wir mit Sparks zu ermöglichen. Natürlich diese Skalierung an die breite Masse, aber dann in dem Moment des Lernens egoistische Momente zu schaffen. Hier geht's um mich, geht es nicht um die Weiterbildungsstrategie, die gekoppelt ist, am besten noch an die Unternehmensstrategie. Hier geht es erstmal nur um mich. Das ist was richtig Cooles für mich.
Ich glaube, dass das sogar, also das ist was richtig Cooles, aber das ist auch super, super wichtig. Ne? Also wenn man an sich selber denkt und an vorgefertigte Mainstream-Massenangebote, da passen dann vielleicht 30, 40, vielleicht auch mal 60%. Aber du machst halt auch viel, was vielleicht für dich gar nicht so eine große Relevanz hat. Und Individualisierung ist ja was, was wir quer durch die Gesellschaft, quer durch alle Themen, beileibe nicht nur in HR-Tech, überall ja sehen. Ne? Also Netflix, Amazon und so weiter machen es ja alle vor. Lass uns mal ganz kurz noch bei dem Thema Growth Mindset bleiben. Nochmal ganz kurz die Frage beantworten, was soll Sparks wirklich helfen, da zu unterstützen. Und auch auf der Webseite geht ihr da etwas tiefer. Da stehen Themen wie Kundenorientierung, digitale Transformation, hybrides Arbeiten, aber eben auch der Einsatz von AI, also alles sehr, sehr relevante Themen für Growth Mindset. Vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, so das Angebot inhaltlicher Natur, sozusagen zielt auf die eben beschriebenen Themen ab oder gibt es da mehr oder weniger und wähle ich mir dann für mich aus, was für mich dann wirklich relevant ist? Im Prinzip ist es schon das. Also wir sind einmal überzeugt, die Studien kennst du und kennen vielleicht viele der Zuhörer auch, also das World Economic Forum, das über diese Future Skills zum Beispiel spricht, oder der Stifteverband macht das auch. Und die Skills oder die Fähigkeiten, die da identifiziert werden, sind zu großen Teilen so urmenschliche Sachen, also kritisches Denken, Kommunikation oder Kollaboration, all diese Sachen, die dann gar nicht technologisch sind, aber die natürlich im Sinne der Digitalisierung so einen neuen Anstrich bekommen. Ne? Wie funktioniert das eigentlich in dieser neuen Welt? Und wenn man das sehr technische Beispiel KI sich anguckt in den letzten 2 Jahren, stellt sich ja plötzlich raus, dass gar nicht das technische Können gar nicht so wichtig ist. Ich muss gar nicht wirklich wissen, wie ein LLM gebaut wird, ne, oder wie Machine Learning funktioniert. Wenn ich aber gut mit der Maschine kommunizieren kann und präzise kommunizieren kann, dann kann ich Ergebnisse erzielen, die ich mit reiner Technologie gar nicht erzielen kann. Also ja, da wird es dann wirklich spannend, wie wir dann Mensch und Maschine nochmal ganz anders interagieren. Und natürlich, wenn wir uns jetzt diese Skills angucken, wie Kommunikation, ja, man kann Kommunikationstraining buchen, man kann sich vielleicht auch überlegen, ich müsste mal Kommunikationstraining machen, aber das ist so ein abstrakter Gedanke. Deswegen versuchen wir, Use Cases zu identifizieren, die wirklich wichtig sind. Wichtig für Unternehmen, hybride Zusammenarbeit oder unternehmerisches Denken oder, KI-Fähigkeiten. Nehmen die dann aber immer und überlegen, was davon ist wichtig für alle. Mhm. Nicht nur für die, ich nenne sie mal die Nerds, die jetzt seit 2 Jahren auf den KI-Zug gesprungen sind und jeden Prompting-Kurs mitmachen oder YouTuber folgen, sondern auch alle anderen, die Zweifel haben und sagen, ist es überhaupt wirklich so wichtig oder vielleicht auch Angst haben. Was ist eigentlich dahinter? Und versuchen alle abzuholen. Das ist uns wichtig. Und das machen wir mit ganz kleinen Einheiten. Microlearning ist so eigentlich auch eine gängige Strategie und die nutzen wir auch. Und wir versuchen, möglichst kleine Einheiten zu bauen, die aber vollgepackt sind mit hoher Relevanz und natürlich ja total guten Inhalten, die mir direkt helfen. So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause, denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee: aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. Lass uns mal 2 Ebenen von Sparks betrachten. Also einmal sozusagen
die Ebene desjenigen, der die Sparks nutzt, also der User, die Userin. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ist Sparks eine App? Ist es eine Webseite? Was ist es? Also und wie kann ich es bedienen? Und ja, auch individualisieren. Genau, es ist all das. Also wir sind gerade dabei, unsere tatsächliche Smartphone-App auch zu launchen. Aber du kannst Sparks im Prinzip überall erleben. Ist eine Web-Applikation. Du kannst über unser Web-Interface gehen. Wir sind auch gerade dabei, eine Microsoft Teams-Integration zu erstellen. Wir wollen einfach da sein, wo alle sind. Und natürlich wissen wir das auch gerade im deutschsprachigen Raum, ist so das Geschäftshandy nicht unbedingt der erste Zugang, nicht immer, gerade zur Weiterbildung, aber das haben wir auch vermehrt, deswegen bieten wir das jetzt auch an. Erstmal ist es wichtig, dass diese Maschine für sich funktioniert mit den Inhalten und die bieten wir überall an, versuchen wir überall möglichst anzubieten. In der Individualisierung ist tatsächlich, dass mein Sparks ganz anders ist als deins. Ich setze mir meine eigenen Ziele, was interessiert mich, was möchte ich erreichen und naja, die schon oft beschriebenen Algorithmen, die auch wir nutzen, die suchen im Prinzip das aus, was am besten auf mich passt. Ja, basierend auf dem Feedback, was ich gebe, basierend auf dem, was die Leute um mich drumherum machen in meiner Organisation oder auch global, bauen wir sozusagen individuelle Lernpfade und machen immer wieder Vorschläge. Als nächstes solltest du das angucken. Wenn du das nicht magst, hast du auch immer die Möglichkeit, nach rechts oder links abzubiegen. Und beinhaltet Sparks dann auch so Mini-Tests, dass man überprüfen kann, ob man einen Lernfortschritt hatte oder wie läuft das? Genau, wir sind nicht so stark auf diesen Assessments oder Tests unterwegs. Uns ist viel wichtiger, so Lernerlebnisse zu schaffen, die vor allem dann auch außerhalb von Spark stattfinden. Das heißt, unser erstes Ziel ist eigentlich, so Handlungsaufforderungen zu geben, probier das doch mal aus. Das heißt, die Inhalte, die du bei uns siehst, die gibt es auch in unterschiedlichsten Formaten. Du kriegst die typischen Videos, entweder von Experten in dem Bereich oder aber auch von, ich nenne es mal, Peers aus der Zielgruppe, wo wir in die Partnerunternehmen gehen und Leute identifizieren, die eventuell schon relativ gut sind in diesem Skillset, mit denen Gespräche führen und sagen, was sind deine wichtigsten Tipps für ein erfolgreiches Krisengespräch? Was sind die drei Sachen, wenn du nochmal intern gründen müsstest, Gero, was sind die drei Sachen, die du nie wieder machen würdest? Mhm. Und das Werden ist natürlich dann höchst relevant, ne, weil wir dann auf kompletter Augenhöhe sind. Aber gleichzeitig gibt's das in interaktiven Formaten, wo auch kleine Tests sind. Schätz mal, ist das die richtige Antwort? Im Prinzip, wie man so aus der digitalen Lehre kennt. Aber was wir auch anbieten und was immer beliebter wird, sind Mini-Podcasts. Das heißt, die Inhalte, die wir haben, die gibt's auch als Audioformat. Und da verfolge ich die Geschichte und das Problem und die Lösung dazu einfach via Audio. Okay, also ich habe zumindest ein für diesen Podcast ausreichendes Verständnis, wie man als User von Sparks profitieren kann. Jetzt ist es ja so, in meinem Podcast hören viele PersonalerInnen zu. Mhm. Und ich vermute, dass bei einigen von denen jetzt der Film abgeht, ja okay, hört sich spannend an, aber wie nutze ich das als Unternehmen? Und wie ist das Preismodell dahinter? Und wie kommt man überhaupt da in Kontakt? Also ich meine, dass ich dich in den Shownotes vernetze mit deinem LinkedIn-Profil, ist klar, dass ich die Sparks-Webseite da auch reinpacke, auch klar. Mhm. Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie Unternehmen eigentlich mit Sparks arbeiten. Oder vielleicht ist die Frage auch falsch, ich glaube es nicht. Kann man gegebenenfalls auch als reiner End-User Sparks beziehen, ohne das Unternehmen dazwischen? Mhm. Das ist ein bisschen schwieriger, weil tatsächlich unsere Zielgruppe sind Unternehmen. Wir gucken gerade, wie wir das auch offen anbieten können, aber das ist tatsächlich für uns gerade nicht so spannend, weil das Schöne ist ja, wenn wir in der Lage sind und in den letzten Monaten haben wir das bei einigen Unternehmen erfolgreich geschafft, eine breite Masse von MitarbeiterInnen zu erwischen, ne, dass die regelmäßig zurückkommen, passiert ein ganz toller Effekt. Und zwar einer, den wir eigentlich nirgendwo anders bekommen. Und zwar kriegen wir ein Bild von der Organisation, wie sie sich in diesem Skillset bewegt. Wo kommen die eigentlich rein? Was interessiert die?
Und aber wie bewegen sie sich weiter? Und genau in diese Beispiele, die du gesagt hast, gibt es da wirkliche Ausschläge. Ne? Also wenn zum Beispiel selbst die PersonalentwicklerInnen sagen, oh, KI ist das wichtigste Thema bei uns, und dann stellt sich aber raus, dass sich eigentlich den Großteil der Belegschaft um Kommunikationsthemen kümmert und anguckt, dann das können wir natürlich wunderbar darstellen in unterschiedlichen Reports und können sagen, guck mal, so bewegt sich deine Organisation, und daraus können wir tolle Schlüsse ziehen. Man kann natürlich weitere Schlüsse ziehen und sagen, okay, liegt da irgendwas hinter? Man kann gucken, passt es eigentlich zu meiner Strategie? Passt es zu meiner Weiterbildungsstrategie? Passt es zu meiner Unternehmensstrategie? Oder gibt es sogar was ich zusätzlich anbieten muss? Kann ich vielleicht noch weiter tiefer in Unterschied hier Fragestellung gehen? Also eigentlich, da ist so ein bisschen die zweite Seite des Produktes, ist tatsächlich diese sehr, sehr weitgehende Datenanalyse, die wir anbieten. Und sagen, guckt euch das mal an. Und wir gucken uns auch Daten an, die relativ untypisch sind, möchte ich behaupten, in vielen HR-Lösungen. Wir gucken zum Beispiel auch auf die Stickiness, also wie viele der monatlichen Nutzer kommen täglich, und gucken dann, wie doll klebt das Produkt im Unternehmen an den Leuten. Ne? Denn dann können wir gut beobachten, okay, hier geht vielleicht die Motivation, das Engagement runter, woran liegt das, und was können wir machen, um dagegen zu steuern. Und das sind natürlich interessante Marker, nenne ich die mal, die eigentlich aus ganz anderen Bereichen, so Social Media und so weiter, kommen. Aber das ist natürlich total relevant. Ne? Wenn die Unternehmen die Zielgruppe sind, dann werden die ja auch erwarten, dass ihr in Dashboard-Form irgendwie Überblick über die Nutzungsraten, Verweildauern etc. Genau. gebt und natürlich auch die Lernfortschritte. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, hört sich alles total spannend an, würde ich gerne für mein Unternehmen Embrace einführen. Wie läuft da üblicherweise der Weg? Auf eurer Webseite ist es nicht so, wie ich es von vielen anderen Produktwebseiten kenne, dass man sagt, so hier gibt drei unterschiedliche Stufen, drei unterschiedliche Preismodelle, das ist enthalten, sondern bei euch läuft das alles darauf hinaus, dass erstmal eine Beratung stattfindet, ne? Mhm. Dass man sich mit jemandem austauscht und dann überlegt. Aber wie läuft so ein typischer Rollout-Prozess von Sparks in einem Unternehmen? Gerade weil uns dieser Rollout, und wir nennen das ein bisschen unser Engagement Framework, weil uns das so wichtig ist, dass wir wollen das Produkt nicht einfach nur, die Lizenz nicht nur verkaufen, hier kauf 100 Lizenzen und dann sprechen wir in einem Jahr wieder und hoffentlich kaufst du nochmal 100 Lizenzen, und es ist wirklich wichtig, dass das gut ankommt, und uns ist auch bewusst, wie das in vielen Unternehmen ist, wenn ein neues Produkt, ein neues Tool, eine neue Software eingeführt ist, da ist ja auch viel Müdigkeit oder manchmal auch Resistenz dagegen, und das kennt ja jeder von uns, kenne ich auch, uns ist Sparks aber so wichtig, und wir möchten, dass das wirklich gut bei den Leuten ankommt, und deswegen starten wir immer mit dieser Beratung. Wir wollen wirklich hören, was ist das Problem, das du lösen willst mit Sparks, was sind die Überlegungen dahinter, und dann gucken wir, ob wir das wirklich für dich lösen können. Haben wir das Angebot dafür? Und dann tatsächlich ist dieses Stufenmodell haben wir auch. Also das ist auch kein Geheimnis. Also die Lizenzen fangen an bei 9,99 € im Monat pro User und gehen dann natürlich nach unten, umso mehr du die Lizenzen kaufst. Und was natürlich wichtig ist, gerade mit dieser Datengeschichte im Hintergrund, uns ist es vor allem wichtig, viele User zu haben, eine gute Lizenzmenge zu haben. Und dann, weil erst dann wird es wirklich spannend, erst dann kann auch das System lernen von den Leuten, die es nutzen, und viel bessere Empfehlungen machen. Und wir können natürlich viel bessere Daten ausspielen. Ja, man kann auch sagen, das machen wir erstmal in der Führungsrunde mit 20 Leuten, aber ist dann einfach nicht ganz so spannend. Wie ist der Weg nach vorne raus für euch? Also jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir machen den gleichen Podcast in 2 bis 3 Jahren. Was muss bis dahin passiert sein, dass Basti Koch sagt, boah geil, wir sind voll durchgestartet und das ist alles ein voller Erfolg? Naja, du kennst das, gerade in so einem Unternehmen, da gibt es unterschiedliche KPIs, nach denen wird man bewertet, und da muss man immer wieder hingehen und geschafft. Und die sind alle wichtig zur Steuerung. Um ganz ehrlich zu sein, zur Motivation sind die aus meiner Sicht zum Mittelgut. Das, was mich motiviert ist, ich habe so ein internes oder so mein eigenes Ziel, meine nicht so hidden Agenda ist, ich möchte gerne, dass wir in Stellenanzeigen stehen. Ich möchte gerne, dass ein Unternehmen unter Benefits,
die unterschiedlichen Leasingräder und die unterschiedlichen Fitnessangebote stehen hat, aber ich möchte, dass da auch steht Sparks. Weil irgendwie steckt das dann dahinter, dass sowohl die Unternehmen die Wichtigkeit erkennen, aber auch die Nutzer, naja, wie ich gesagt habe, so dieses egoistische Erkennen, ach geil, da kriege ich auch Sparks. Und wie muss ich mir das Sparks-Team derzeit vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da an dem Produkt? Wir sind alles zusammen ungefähr 20 Menschen. Da sind die Entwickler dabei, da ist natürlich Marketing dabei. Wir haben auch ein sehr starkes Instructional Design Team, die sich halt um diese Inhalte kümmern und um die Produktdidaktik. Und ja, wir sind ungefähr 20 Menschen, die sich ja Tag ein, Tag aus die Frage stellen, wie könnte man das noch cooler und richtig cool auf die Beine stellen. Sehr cool. Dann hoffe ich, dass aus den 20 Menschen perspektivisch deutlich mehr werden und du tatsächlich dahin kommst, dass Sparks wahrgenommen wird als das Weiterbildungsthema, Tool, Angebot für die Zukunft. Vielleicht im Hinblick auf die Zeit, die schon relativ weit fortgeschritten ist, eine letzte Frage von mir. Du bist ja jemand, der offensichtlich mit sehr offenen Augen durch die Weltgeschichte geht, sonst würdest du dich nicht für dieses Thema so einsetzen und interessieren. Was ist denn das, was dich in letzter Zeit selbst so inspiriert hat? Vielleicht hast du irgendwie ein Gespräch geführt, das muss gar nicht zwangsweise im Arbeitskontext sein, oder hast was gelesen. Wir reden hier, das sehen natürlich die anderen nicht, die jetzt nur zuhören, vor deiner illustren Bücherwand, vor deinem Plattenregal. Vielleicht gibt's irgendwas, was dich inspiriert und dich am Laufen hält, was du gerne mit den Saatkorn-ZuhörerInnen teilen möchtest. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, was mich so ein bisschen schon immer inspiriert hat, das ist vielleicht gar nicht so aktuell, sondern so ein Dauerbrenner bei mir, bei all diesen Sachen, die man so macht und angeht, ist es schon wichtig, sich die Frage zu stellen, finde ich das richtig cool? Oder andersrum, wie müsste es denn sein, dass ich es richtig cool fände? Ja, das finde ich tatsächlich in ganz vielen unterschiedlichen, oder ich sehe den Erfolg von unterschiedlichen Sachen gerade da drin, wenn jemand gesagt hat, oh, das finde ich super und das biete ich jetzt an. Das kann eine Platte sein, die jemand aufgenommen hat und toll verpackt hat und sich was überlegt hat, das noch niemand anders gemacht hat. Das kann ein Buch sein, das kann schon alt sein oder ganz neu und Ideen aufgeschrieben haben, die für die Person interessant sind. Und ich glaube, das ist einfach inspirierend für andere. Wir gucken uns gerne Sachen an, von denen jemand anderes überzeugt ist. Ich glaube, dass das ein super Schlusswort ist. Ich könnte das auch gar nicht besser formulieren. Ich danke dir erstmal, Basti, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich werde das verfolgen. Ich finde ganz spannend, was du da an den Start bringst mit deinem Team und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Ja, tausend Dank, Gero. Es war super. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt's dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.